Muslime sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Und das ist eine vertane Chance, weil Muslime können nicht nur viel für Integration tun, sondern sie können auch für ihre Ursprungsländer tun, für die Demokratisierung dort. Und sich hier die ganze Zeit zu beschäftigen mit der Größe einer Moschee oder mit der Höhe eines Minarets, ist Zeit- und Energieverschwendung, die man eigentlich benutzen sollte, um die Strukturen der Immigranten hier am besten zu demokratisieren und die islamischen Gesellschaften auch ein wenig, den islamischen Gesellschaften ein wenig zu helfen, sich zu öffnen Richtung Westen. Stattdessen verkrampft man sich, man fühlt sich genauso wie die Muslime zu Hause auch leicht beleidigt, zieht sich zurück und beschäftigt sich mit Menschen, die den Islam hier kritisieren. Unsere Probleme sind nicht die Islamkritiker im Westen, sondern unsere Probleme sind, was wir uns Muslime gegenseitig antun in der islamischen Welt und hier. Und wenn wir tatsächlich unzufrieden sind mit dieser Kritik, dann sollten wir diese Kritik selbst üben. Wir müssen das Heft in die Hand nehmen und Islamkritik üben. Und wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir uns nicht darüber aufregen, dass andere das für uns hier machen und manchmal auch polemisch.